Ich bin Ina Schweizer, ich bin die Leiterin der Volkshochschule in Villingen-Schwenningen. Wir sind mit der Transformation unserer Volkshochschule hin zur agilen VHS schon ziemlich weit gekommen. Unser Ziel ist es, unseren Teilnehmenden eine größtmögliche Vielfalt und Flexibilität in allen Bereichen zu bieten. Deshalb haben wir uns auch schon vor längerem von der klassischen Semesterstruktur der Volkshochschulen verabschiedet und bieten unsere Kurse das ganze Jahr über an. Unser offenes Kursangebot, das kann inzwischen nicht mehr nur in den gewohnt langen Kursen gebucht werden, sondern auch in kurzen Modulen mit 5 bis 7 Terminen. Das macht für unsere Verwaltung natürlich mehr Arbeit, ist aber auf der anderen Seite für unsere Teilnehmenden ein großer Mehrwert und Zugewinn an Service. Natürlich gibt es auch Teilnehmende, die längere Kurse schätzen, und für alle sie möchten wir jetzt inzwischen das ganze Spektrum an möglichen Formaten anbieten, von diesen kurzen Kursen über längere bis hin zu Ganzjahresangeboten, und neue Formate sind auch schon in Arbeit. Alles in allem kann man sagen, dass wir in den vergangenen Monaten nichts weniger getan haben, als unsere VHS einmal komplett auf den Kopf zu stellen. Aber all diese Veränderungen sind einfach notwendig, um sie zukunftsfähig zu machen. Mein Name ist Stefan Asfalk. Ich bin Amtsleiter des Amts für Jugendbildung, Integration und Sport. Die Volkshochschule ist eine Abteilung in diesem Amt. Es ist unverzichtbar, die Volkshochschule in die Zukunft zu führen, sie zukunftsfähig zu machen. Wir werden dazu einen Organisationsentwicklungsprozess anstoßen, um gemeinsam zu erarbeiten, welche Maßnahmen dafür erforderlich, welche Maßnahmen dafür geeignet sind. Die Stadtverwaltung, in die die Volkshochschule eingebettet ist, geht hier mit großen Schritten voran und ist bereits weitgehend digitalisiert. Diesen Weg müssen wir auch gehen. Wir müssen uns digitalisieren. Wir werden nur so zukunftsfähig sein können. Die Volkshochschule muss am Ende dieses Prozesses so hybrid und so digital sein, wie die Welt und wie das Leben ist. Ich bin Martin Propp, ich bin der stellvertretende Leiter hier an der Volkshochschule Villingen-Schwenningen und ich kümmere mich um die Technik. Wir bieten Online-Kurse an und auch Hybridkurse. Gerade bei den Hybridkursen ist es besonders toll für die Teilnehmenden, dass sie entscheiden können, komme ich hier vor Ort in die Volkshochschule oder besuche ich den Kurs bequem von zu Hause aus. Mein Name ist Lucy Lachenmeier, ich bin Dozentin an der Volkshochschule Schwenningen seit über 35 Jahren und leite Kurse in Sprachen, also Spanisch und in Literatur. Meine Spanischkurse sind also C1, C2 und auch B1, B2 und die sind also einfach seit mindestens 25 Jahren zusammen. Die sind ganz tolle Teilnehmer und wir haben dann die Hybridmöglichkeit sofort übernommen, als es die Volkshochschule ermöglicht hat. Und es ist einfach genial. Es ist nun absolut wichtig, möglichst schnell den nächsten Schritt zu gehen, uns in diese Organisationsentwicklung hineinzubegeben, auch wenn es dabei ans Eingemachte geht. Aber wir müssen unsere traditionellen Arbeitsprozesse und Strukturen anschauen, analysieren und beleuchten. Es sind so viele Chancen, die da vor uns liegen. Wir werden sie alle ergreifen und es wird eine spannende Zukunft.